Hallo Leute, ich war in der Stadt und habe endlich das neue Essence-Sortiment in die Finger bekommen, nachdem die Sachen schon so lange im Sale sind und man von den ganzen Eventbesuchern auf YouTube schon so angefixt wurde, war ich echt froh, es endlich zu finden und musste natürlich gleich ein paar Sachen mitnehmen. Es ist nicht so viel, nur hier so eine kleine Tüte und da ist auch nicht nur das Zeug drin, was ich gekauft habe, aber ein paar Sachen, auf die ich echt neugierig war und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Mit den Sachen, die tatsächlich neu im Sortiment sind. Und zwar habe ich mir einmal hier diese Stays No Matter What, wie heißen die, Eye Pencil and Eyeshadows gekauft. Und zwar einmal in 07 Whipped White Frosting und in 05 Cute Copper. Von denen habe ich echt schon viele gute Sachen gehört und habe die auch schon geswatcht und versucht, das hinterher wieder runterzubekommen. Und ich fand die echt gut. Also ich swatch euch die mal. Hier dieses Copper finde ich eine richtig schöne Farbe. Ich mag diese leicht kupferfarbenen Töne. Obwohl es meiner Meinung nach noch ein bisschen röter hätte sein können. Und hier dieses Weiße, was halt so ein helles, schönes, glitzeriges Weiß ist, was so leicht ins Champagnerfarbene geht, finde ich sehr schön. Die kann man bestimmt gut als Base benutzen und auch gut so auf dem Eyelid, Augenlid als einzelne Farbe. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr schön. Bin schon sehr gespannt darauf, die zu benutzen. Dann habe ich mir noch einen Eyeliner gekauft, den hier nämlich, 16 Hour Stays No Matter What Waterproof Liquid Eyeliner. Bei dem weiß ich gar nicht, ob der tatsächlich neu ist oder ob ich den nur noch vorher nicht gesehen habe, ob der noch aus der letzten Sortimentsumstellung ist. Auf jeden Fall ist das so flüssig Eyeliner mit so einer langen Pinselspitze. Ich hatte bis jetzt noch nie flüssig Eyeliner mit so einer Pinselspitze, weil ich gar nicht weiß, ob ich damit gut umgehen kann. Aber meiner ist momentan leer oder nicht mehr aufzufinden. Also einer ist leer, der andere ist nicht mehr aufzufinden von meinen flüssig Eyeliner. Und deswegen wollte ich den mal ausprobieren. Und damit kann man relativ zarte Linien ziehen. Und ich glaube, mit ein bisschen Übung kriege ich das da auch schön hin, so einen Winged Eyeliner damit zu machen. Muss ich ausprobieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den auch schon geswatcht im Laden und der war auch echt schwierig wieder runterzubekommen. Also nur mit sehr viel Gerubbel und Spucke. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass der auch auf dem Augenlid gut hält. Weil meine Augenlider sind ja so ein bisschen fettig und das heißt, wenn ich einen breiten Eyeliner ziehe, trägt der sich immer auf das Oberlid, also ne, in der Lidfalte so auf die obere Kante ab. Und deswegen hoffe ich, dass der mir gute Dienste erweisen wird. Dann habe ich noch diesen Crystal Eyeliner gekauft. So ein Glitzer Eyeliner, durchsichtig mit silbernen Glitzerpartikeln. Ich suche eigentlich schon seit letztem Silvester einen schönen Glitzer Liner. Und den finde ich ganz hübsch, weil der echt schön viel Glitter hat und auch feinen Glitter. Das heißt, man hat dann nicht nur so chunky, chunky, chunky Glitzer, sondern verteilt sich wirklich ganz gut und ist ganz hübsch. Das ist übrigens die Farbe 01 Twinkle Starlight. Gab es auch, glaube ich, noch mit so ein bisschen schwarzen und in blau und noch irgendwelche Farben. Den fand ich ganz gut. Was mich allerdings ein bisschen ärgert, ich war bei Woolworth ein paar Minuten quasi später und habe da bei diesem Billig-Make-up, Woolworth eigene Marke, auch Eyeliner, Glitzer-Eyeliner getestet und da war noch mehr Glitter drin und der war noch günstiger und deswegen ärgere ich mich ein bisschen, dass ich den gekauft habe. Aber vielleicht kaufe ich mir den von Wulle auch nochmal, weil das war so mit noch so schwarzen Glitzerpartikeln drin. Den fand ich echt auch gut. Auf jeden Fall habe ich den für so Special-Make-ups gekauft, wenn es mal ein bisschen glitzern soll oder für so besondere Anlässe, Tutorials, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird man bestimmt irgendwann mal einen Glitzer-Eyeliner brauchen. Bin ich der festen Überzeugung. Und die davor im Sortiment waren, die waren echt doof, weil da nur so zwei Glitzerpartikel pro Strich drin waren und man hätte wahrscheinlich 500 Mal drüber gehen müssen. Und ja, das da. Was habe ich da noch drin? Coupons von DM, weil DM feiert 40. Geburtstag und deswegen habe ich jetzt Vorteilscoupons. 5% Rabatt auf meinen nächsten Einkauf. Umsonst eine Dusche mit Aloe Vera und Limette und lauter so Zeug. Mal gucken, werde ich bestimmt irgendwie einlösen. Dann habe ich noch eine Honig-Reiswaffel geschenkt bekommen. Ich habe sogar zwei Honig-Reiswaffeln geschenkt bekommen. Wuhu! Ja, ich mag Reiswaffeln nicht sonderlich, vielleicht drehe ich die meinem Freund an. Dann habe ich von Essence, gibt es gerade im Angebot sowas hier, die Get Big Lashes Mascaras. Ich brauche momentan keine Mascara, aber Fliege. Sie waren halt zwei zum Preis für einen im Sonderangebot und ich mochte die ganz gerne, als ich die hatte. Und das andere ist so eine Triple Black, also gleiche Reihe, Triple Black, keine Ahnung, was die special ich machen soll, aber sie war quasi umsonst zu einer Mascara, die ich eh gut finde, also sag ich nicht nein. Hat 2,25 übrigens nur gekostet. Für 2,25 für zwei gute Mascaras. Oder gut, naja, für zwei in Ordnung Mascaras. Noch ein Geschenk.
Monde und Jahre vergehen, aber ein schöner Moment leuchtet das Leben hindurch. Was ist das? Ah, okay. Balea Momente, Erdbeer. Also Balea Erdbeer Moment Dusche. Wow. Wow. Das riecht nicht nur nach Erdbeere, das riecht nach Erdbeerkaugummi, nach diesen Automaten-Erdbeerkaugummis. Mann, ist das pervers. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich das benutzen werde. Oh. Eine Sache habe ich auf jeden Fall noch drin. Das ist auf jeden Fall aus dem neuen Sortiment. Und zwar so ein Gel-Tint oder Gel-Tint oder was weiß ich in 02 Deep Red. Na, komm raus. Komm raus. Ja, sieht so aus in so einem... sieht aus, als wäre es so eine Tube mit Applikator vorne dran, aber es ist mehr so, so hier. Und so sieht die Farbe aus. Also ein wirklich schönes Rot, finde ich. Aber ich weiß noch... Und der riecht nach Himbeere. Hm. Und ich finde, in der Tube sieht der ein bisschen aus wie Kunstblut. Ja, von da weiß ich echt noch nicht, wie der so sein soll, sein wird. Keine Ahnung, aber ich wollte mal so ein bisschen mich durch Tints probieren, weil ich Lip-Tints eigentlich eine ganz super Idee finde. Und deswegen habe ich mir den mal mitgenommen zum Testen. Hat auch irgendwie nur unter 2 Euro gekostet und deswegen kann man das mal machen. Ja. Und ich wollte eigentlich noch einen von diesen neuen Lippenstiften mitnehmen, weil die sollen ja auch echt ganz gut sein. Aber da hat mir irgendwie jetzt auch spontan nur eine Farbe richtig, richtig gut gefallen und ich dachte mir, so eine ähnliche habe ich schon und muss jetzt nicht unbedingt sein. Vielleicht kaufe ich mir da trotzdem nochmal einen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, mich richtig durch das Farbsortiment durchzugucken, weil die sollen wirklich nicht schlecht sein, diese neuen Lippenstifte. Und sind auch so vom Swatchen her, fand ich die von der Textur sehr schön und die waren nicht so schmierig und ganz gut pigmentiert und die Verpackung sieht auch viel edler aus. Die sind jetzt in so einer schwarzen, wie nennt sich das, Tube? Nee, in so einem schwarzen Lippenstift-Ding sie halt. Und den fand ich ganz hübsch und da probiere ich bestimmt nochmal einen aus. Ja, auf jeden Fall war das mein Essence-Haul. Wenn ihr von irgendwas nochmal eine Review haben wollt oder einen Look geschminkt oder irgendwas sehen wollt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, dann kümmere ich mich darum. Und ansonsten könnt ihr mir mal unten reinschreiben, wenn ihr was aus dem neuen Essence-Sortiment gekauft habt und besonders gut fandet oder wenn ihr von irgendwas schon mal abraten könnt oder so. Schreibt mir einfach eure Erfahrungen damit. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Tschüss!